beliebtes Fest. Bereits zum 9. Mal können sich die Frankfurter in diesem Jahr auf das Barock am Main-Festival freuen. Als Schauplatz wird dabei wieder der Bolognaro-Garten in Frankfurt Höchst dienen. Das gaben Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Leiter des Festivals, Michael Quast, heute im Römer bekannt. Im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter des Barock am Main-Festivals einen neuen Besucherrekord verzeichnen können. Es ist eine besondere Atmosphäre im Bolognaro-Palast, was Michael Quast mit seiner Volksbühne darstellt. Hier wird inhaltlich auf einem sehr hohen Niveau, aber mit Mundart dargestellt, was die große Kunst ist. Nicht nur im Bolognaro-Palast, obwohl der Frankfurter Westen wirklich eine Affinität dazu hat, das Bürgertum dort, was sich sehr engagiert, die großen Diskussionen, wie geht es weiter in unserem Stadtteil, das spielt sich dann auch in der Kultur wieder. Aber die Volksbühne und Quast selber sind natürlich auch Lokalmatadore, die in die Stadtteile von Fechenheim bis Bonamés gehen und ich unterstütze sie sehr gerne. Als neue Aufführung kommt in diesem Jahr Don Juan auf die Bühne. Daneben sind auch wieder die Stücke Der Geizige und Karneval der Tiere mit dabei. Das Barock am Main-Festival startet in diesem Jahr am 1. August.